Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal soll es, wie ihr schon ganz gut erkennen könnt, um das Mogulreich gehen. Das Mogulreich gibt es ja nun schon seit ein paar Wochen und ich habe jetzt die Gelegenheit gehabt, das zweite Mal durchzuspielen. Ich habe mich erst nicht so recht rangetraut, weil ich keine Lust hatte, eine neue kulturelle Siedlung anzufangen. Aber im Endeffekt habe ich mich doch dazu entschlossen, das Ganze anzufangen, denn das Hauptgebäude, was es am Ende geben wird, ist ja doch sehr lohnenswert, insbesondere um seine Forschpunkteproduktion zu erhöhen. Und wenn man das mit der blauen Galaxie auch noch verdoppeln kann, dann lohnt sich das schon, sich das Ding in die Stadt zu stellen. Was ich mitgeben wollte, sind ein paar Tipps zum Mogulreich. Ich habe mir das Ganze jetzt ein bisschen genauer angeguckt und inzwischen relativ gut verstanden, wie man da recht schnell durchkommt. Ich habe mir jetzt auch nicht so die größte Mühe gegeben, hier super schnell durchzukommen, aber entscheidend ist, glaube ich, gerade der Anfang. Das Mogulreich, das zieht sich ja etwas. Das ist ja am Anfang so gelagert, dass man erst sehr spät Gebäude bekommen kann, die wirklich viele von diesen Münzen hier, den Rupien, produzieren. Und wenn man hier in den Entwicklungsbaum guckt, dann sieht man das auch. Also das Gebäude, was die Rupien produziert, ist das Chatri und das gibt es eben erst als vierte erforschbare Technologie. Also es ist wichtig, dass man am Anfang erstmal durchhält und auch mit einer richtig guten Startaufstellung beginnt. Und dazu habe ich mal eine Startaufstellung rausgesucht, die ein Spieler im Forum sich ausgedacht hat, und zwar der Spieler Uberhelp 1. Und der hat die folgende Startaufstellung, ja, entwickelt, die sich als sehr effizient herausgestellt hat. Wie ihr sehen könnt, ist hier ein riesiges Gebäude, das ist eure Botschaft, die nimmt den größten Teil eures Platzes ein. Und dann gibt es hier diese weißen Dinger. Das sind die Anfangshäuser, die ihr ganz am Anfang habt. Die braunen sind die Straßen und das grüne ist ein Produktionsgebäude. In dem Fall ist es hier eben die Reisfarm. Und ihr könnt es dann später auch gegen diese Seidenfarm tauschen. Also, vielleicht nochmal, um das kurz zu zeigen. Das Reisfeld und später kann man das durch diese Sari-Spinnerei ersetzen. Aber man kann im Grunde mit der gleichen Startaufstellung erstmal sehr viel anfangen. Also wenn ihr die Kulturtour beginnt, dann würde ich euch sehr empfehlen, schaut euch dieses Bild genau an und setzt die Häuser genauso, wie sie hier drauf sind. Und das ist die optimale Einstellung, um möglichst viele Münzen, Rupien aus euren Häusern zu bekommen, weil ihr insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 Häuser stellen könnt, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und die bringen euch halt alle ein paar Münzen. Alle 4 Stunden. Und ich würde euch in dem Fall auch empfehlen, wirklich alle 4 Stunden zu ernten. Ihr könnt ja das Reisfeld dann auch auf alle 4 Stunden stellen und dann könnt ihr alles auf einmal abernten und dann einfach alle 4 Stunden immer durchgängig ernten und in der Nacht stellt das halt alle mal auf 8 Stunden. Also wenn es euch zumindest möglich ist, das so zu machen. Das zieht sich wirklich einige Tage, bis ihr dann genügend gesammelt habt, um dann später im Technologiebaum weiter vorzuschreiten. Und sofern ihr genug gesammelt habt, würde ich euch auch empfehlen, das zu machen. Also ihr könnt hier ein paar Punkte erstmal aussetzen. Ihr müsst nicht sofort den Wasserkanal freischalten. Ihr könnt den Wasserkanal dann freischalten, wenn ihr zum Beispiel genug Reis gesammelt habt, dass ihr auf die Sari-Spinnerei gehen wollt. Und dann schaltet ihr einfach beide Technologien frei. Genau. Und dann im nächsten Zug kriegt er ja die Sari-Spinnerei und damit kauft er euch wieder eine weitere Gebietserweiterung. Und da müsst ihr dann selber sehen und ein bisschen gucken, individuell, wie ihr da weitere Häuser aufstellt auf den Erweiterungen, die ihr euch holt, mit dem Reis,
mit der Seide, weil da ja überall unterschiedlich ist auf jeder Karte, wo die Hindernisse zu finden sind. Und manchmal lohnt es sich, die Hindernisse zu entfernen, manchmal lohnt es sich nicht, weil sie sich irgendwo in der Ecke befinden und dann lässt man sie am liebsten stehen. Genau, das ist mein erster Punkt, mein erster wichtiger Tipp für den Anfang. Beachtet diese Startaufstellung. Ich werde den Foreneintrag auch unter dem Video verlinken, dann könnt ihr da direkt draufklicken und euch die Startaufstellung nochmal genauer angucken, wenn ihr soweit seid zu spielen. Genau, das zieht sich wie gesagt ein paar Tage, bis ihr da das Nötige habt. Und irgendwann seid ihr in der Lage, dann später das Chatri freizuschalten. Wo ist es? Chatri? Genau, und dann geht's erst richtig los. Sofern ihr die Ressourcen beisammen habt, das Chatri freizuschalten, würde ich euch auch wirklich wieder sofort empfehlen, das Chatri freizuschalten. Aber wie kriegt man das eigentlich gut hin? Denn man muss in dem Moment natürlich umbauen und dafür sorgen, dass man eben genügend Diplomatie hat, um an diese Gebäude ranzukommen. Und das ist eine Sache, die ich euch gerne jetzt zeigen wollen würde, weil ich nämlich wieder an so einem Punkt bin, wo ich umbauen muss. Genau, also ich habe jetzt alles freigeschaltet, bis auf die letzten beiden Technologien. Aber diese beiden Technologien habe ich jetzt auch insoweit fertig, dass ich nur noch zweimal die, was ist das? Die Gewürze einsammeln muss und dann mir beide Technologien freischalten kann. Und wie ihr seht, sind hier gerade zwei Gewürzfarmen fertig und die sammle ich ein. Kriege ich gleich hier noch einen Multiplikator, den ich jetzt eigentlich gar nicht brauche. Aber jetzt, falsch. Jetzt habe ich genug Güter und kann damit gleich loslegen. Jetzt würde ich gleich hier nochmal reingucken. Nein, das reicht nicht für eine weitere Erweiterung. Aber ich werde jetzt hier alles einmal ernten und werde dann gleich loslegen mit dem Stadtumbau und will euch damit einen gewissen Eindruck verschaffen, wie man das am besten macht, so einen Stadtumbau. Die eine Sache ist die, ihr habt ja hier diese Chatris und auch diese Baldachin, das sind eure ja, Münzproduktionsgebäude. Also am Anfang habt ihr halt die Chatris oder die Häuser oder was auch immer. Und ich bin halt inzwischen so weit, dass ich eben auch diese Baldachin habe. Und die bringen euch ja auch Diplomatie. Wenn man jetzt hier mal guckt, Chatri bringt 16 Diplomatie, Baldachin bringt insgesamt 63 Diplomatie. Und deswegen lohnt es sich weniger, diese abzureißen. Deswegen ist die Empfehlung, wenn ihr jetzt die Stadt umbaut, kümmert euch um die Produktionsgebäude, reißt die Produktionsgebäude ab. Ich hatte jetzt nur noch drei, die habe ich jetzt abgerissen. Und reißt zusätzlich noch genauso viele Shantiga ab, also die Häuser, die ihr habt, oder eben auch Bavan, je nachdem, welche Häuser ihr habt. Und zwar exakt so viele, dass ihr dann nicht mehr weiter abreißen könnt, weil ihr nicht mehr genügend, genau, ist jetzt schon der Fall, weil ihr nicht mehr genügend Einwohner hättet. So, das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt geht es darum, wie man jetzt die Stadt aufbaut, sodass man möglichst viele Wasserkanäle und Alleen unterbekommt. Wasserkanäle und Alleen. So, ich schiebe erstmal die Straßen alle irgendwie in die Ecken, wo sie nicht stören. Denn die Straßen sind halt auch etwas, was gerade am Anfang sehr teuer ist, weil euch eben die Rupien fehlen. Und wenn ihr Straßen abreißt und wieder aufbaut, dann ist das teuer. Und deswegen würde ich euch einfach nicht empfehlen, Straßen abzureißen, sondern versucht immer, die irgendwo hinzuschieben, wo sie da nicht stören, wenn ihr die Stadt wieder umbaut. Genau. Und hier hätte ich auch noch ein paar Plätze hinter dem Gebäude. So, dann lege ich die erstmal hin. So, jetzt der Wasserkanal, der bringt halt 24 Diplomatie und auch die Allee bringt 24 Diplomatie, aber das Entscheidende sind die Ketteneffekte. Und beim Wasserkanal seht ihr, dass man den oben anbauen kann, aber auch unten anbauen kann.
Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass ihr unten den Wasserkanal anbaut. Und dann seht ihr schon, ihr bekommt sofort 10 Diplomatie gutgeschrieben. Und wenn der Wasserkanal aufgebaut ist, bekommt ihr nochmal 24 Diplomatie. Die ersten 10 Diplomatie bekommt ihr auf euer Hauptgebäude, weil der Wasserkanal nämlich ein Kettengebäude ist, was euch auf dem Hauptgebäude einen Boost von 10 Diplomatie gibt. Der entscheidende Punkt ist, dass ihr das jetzt genau gleich nochmal auf der gegenüberliegenden Seite machen könnt. Und ihr seht, ihr bekommt wieder 10 Diplomatie gutgeschrieben. Also insgesamt sind jetzt insgesamt 20 Diplomatie gutgeschrieben mit dem Aufbau der Wasserkanäle. Wobei das jetzt ein ineffizienter Weg ist, denn die Wasserkanäle geben mehr Diplomatie, wenn sie in Reihe hintereinander geschaltet sind. Das erste gibt 10 Diplomatie, das zweite 20, das dritte 30, das vierte 30, das fünfte 30, das sechste 30 und so weiter. Deswegen, meine Empfehlung, baut nicht an beide Seiten Wasserkanäle an, sondern schiebt euer Hauptquartier, eure Botschaft immer ganz unten in die Ecke und baut nur an einer Seite Wasserkanäle dran. Denn so haben wir schon jetzt in diesem Moment statt 20 30 Diplomatie. Und man kann es jetzt hier verlängern und kommt dann gleich, ja, auf 60 Diplomatie und jeder weitere Wasserkanal bringt euch jetzt eben auch 60 Diplomatie. Das zeige ich jetzt gleich. Da müsste ich jetzt bei, ne, weitere 30 Diplomatie natürlich, nicht 60, sondern 30. Genau, sieht ihr ja auch hier oben gleich, wenn man den Wasserkanal anbaut, kommen sofort 30 hinzu. Genau, also so könnt ihr mit den Wasserkanälen mehr Diplomatie bekommen, wenn ihr euer Hauptgebäude runterschiebt in die Ecke und die Wasserkanäle nur an eine Seite anbaut. Und dann wirklich möglichst lang ziehen. Wenn ihr nämlich davon ausgeht, dass euer Wasserkanal statt 24 Diplomatie 54 hat, ist der extrem effizient. Dann kann da das Chatri überhaupt nicht mithalten mit seinen 16 Diplomatie. Und auch das Baldachin hält, wenn man das vom Platzverbrauch her rechnet, auch nicht mit den 63. Dann ist nämlich auch der Wasserkanal, also ab dem dritten Wasserkanal ist die Effizienz besser als beim Baldachin. Und deswegen nutzt den Platz optimal aus. So, ich würde jetzt hier gerne natürlich auch nochmal ein Wasserkanal bauen, was aber nicht geht, weil hier da ein Hindernis ist. Und um das hinzubekommen, muss ich das Hauptgebäude ein bisschen nach oben schieben hier in die Richtung, damit ich da nochmal einen Wasserkanal anbauen kann. Und dazu verlege ich hier die Gebäude, die hier über dem Hauptquartier sind. Der Weg hier muss noch weg. So. Und dann baue ich da oben die Chatris hin. Genau, da ist der Weg jetzt im Weg. Ich packe den jetzt hier in die Ecke. Habe ich jetzt untereinander gemacht? Nein, natürlich nicht. Aber ich kann noch einen Chatri dahin packen. So. Und jetzt kann ich hier den Weg rausnehmen und mir die Kanäle noch mal wieder korrekt anbauen. Halt. Nochmal halt. So, jetzt habe ich die Kanäle wieder angekettet. Und jetzt kriegt das Hauptgebäude wieder insgesamt 150 zusätzliche Diplomatie über die Kanäle und ich kann hinten nochmal ein Baldachin wegstellen, woanders hinstellen. Ich muss erstmal Platz schaffen, um da ein weiteres Kettengebäude
Ups, das hat noch nicht gereicht. Da stimmte noch was nicht. Ah ja, da ist noch ein Stück Straße zu viel. Um dann noch einen weiteren Wasserkanal dort anzubauen. So, jetzt kann ich hier die Straßen aus dem Weg packen. Kann ich noch mehr Straßen? Da sind nochmal drei Felder für Straßen, die ich aus dem Weg räumen kann. Also ich nutze halt wirklich den ganzen Platz, den ich hier irgendwie zur Verfügung habe. So, jetzt muss ich die eine Stelle finden, wo der. Da oben ist es. Da. Okay. Wo der noch hin kann, das Stück Straße. Und da kann das Sch Sch Gebäude rein, kann ich das Gebäude reinschieben. Und jetzt muss ich hier wirklich sehr effizient stapeln. So dass ich die alle so nebeneinander packen kann, die ganzen Dinge, die ganzen Gebäude. Okay. Denn ich möchte jetzt das zweite Kettengebäude anbauen, nämlich die Allee. Da müssen dann auch die Straßen aus dem Weg. Und jetzt habe ich hier mir schon ein bisschen Platz geschaffen. Und bei der Allee ist es so, das erste gibt plus 5, das zweite plus 10, das dritte plus 15, das vierte plus 20 und das fünfte plus 25. Und das schaffe ich hier gar nicht alles anzubauen, dass die den vollen Bonus bringen. Und ihr seht schon, die Steigerung beim Wasserkanal ist viel größer. Deswegen ist es viel wichtiger, dass er diese Linie hier möglichst weit ausbaut. Und die Alleen sind einfach noch ein kleines Zubrot. Aber die sind deutlich weniger wichtig. So. Jetzt versuche ich noch mehr Platz zu schaffen. Das muss aus dem Weg. Das kann ich auch noch weiter reinschieben. So, dann kann das dahin und dann kann ich nochmal zwei Alleen anbauen. So, und jetzt bin ich bei 1101 Diplomatie, 1125 Diplomatie. Und wenn wir jetzt hier mal reinschauen, reicht das auf jeden Fall schon mal das für das vorletzte Gebäude und fürs letzte brauche ich 1260. So, und dafür muss ich jetzt den Platz noch irgendwie gewinnen. Und da die Gebäude ja, also die Alleen effizienter sind, auch ohne Straßenanbindung, oder die Alleen und Wasserkanäle effizienter sind, auch ohne Straßenanbindung als die Chartres, ist es jetzt der Moment, wo ich die Chartres abreiße und auch möglichst viele andere Wohngebäude noch. Also es reicht nicht. Das heißt, es muss noch mehr abgerissen werden. Und den Platz, der daraus dann entsteht am Ende, den Platz, der jetzt noch übrig ist, den versuche ich mit weiteren Alleen aufzufüllen. Das wird aber eng. Also ich kann auch noch einen. Die könnte ich jetzt auch noch abreißen. Beide. Schauen wir mal, wie weit wir kommen jetzt. Also ich kann hier noch einen Wasserkanal aufbauen. Ups. So, da kriege ich in die Ecke auch noch was rein, rein theoretisch, aber dann muss die Straße da weiter runter. Das ist aber okay. Machen wir das mal so, stelle ich mal weiter hier rein. Und das Ganze stelle ich eher hier rein und stelle die Straße hier so zwischen. Das kriege ich nicht mehr optimiert.
So, hier kann ich auch noch Straße unterbauen. Und das kriege ich nochmal 1, 2, 3. Also da kriege ich nochmal eine Allee hin. Das reicht aber noch nicht. Ich brauche noch über 100. Also ich müsste eigentlich noch 4 Alleen bauen. Und das ist schon echt schwer, das jetzt noch hinzubekommen. Also ich bekomme hier eine weitere Allee hin und ich bekomme hier noch zwei weitere hin und dann reicht es ganz knapp nicht. Ah ja, da sind noch zweimal Chartres, die ich abreißen kann. Was ich dann auch tue. Und dann kann ich die Wohngebäude hier hinstellen, die kleinen. Oder ich nutze den Platz für Alleen. Ja, ich nutze den Platz für Alleen und reiße die kleinen Wohngebäude ab. Und da kann ich nochmal zwei Alleen hinstellen. Moment. Ja, da müsste doch noch eine hinpassen. Und dann kann ich hier auch nochmal zwei weitere Alleen hinstellen und dann sollte es genügen. Es genügt ganz knapp nicht. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich noch ein bisschen Platz rausholen kann. Also, ich könnte das hier oben noch abreißen, das eine Bauern, aber da kriege ich dann auch keine Allee mehr hin. Wo kriege ich noch eine Allee hin? Es hängt auch davon ab, wie die Hindernisse sind. Hier stört natürlich dieses Hindernis hier. Und ich könnte es natürlich auch andersrum machen. Ich könnte versuchen, ein weiteres Barwan zu bauen. Das ist ja auch schnell aufgebaut, in ein paar Sekunden, 10 Sekunden. Und stattdessen ein Chandigarh abreißen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann müsste ich hier oben nochmal ran. Das wird schon reichen, wenn ich ein weiteres Barwan gebaut habe. Dann kann ich, glaube ich, einen Chandigarh abreißen. Und dann kann man darüber nochmal nachdenken. Genau, es reicht. Ob man das vielleicht nutzen kann. Also ich könnte jetzt das Chandigarh hier abreißen. Bekomme hier zwei weitere hier bekäme ich zwei hin, wenn ich die hier hochschiebe. Ich muss auch bedenken, dass ich einen eins abgerissen habe. Also ich brauche jetzt noch drei, richtig? 48 reicht noch nicht. Dann bin ich knapp drunter. Also brauche ich noch drei Stück. Also ich kann ja ein bisschen Straßen abreißen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Dann baue ich die halt wieder auf. Ich habe nämlich ein paar Rupien extra. Also das Chandigarh reiße ich ab und stelle das Baldachin hier runter. Und dadurch eröffnet sich mir hier die Möglichkeit, nochmal zwei zu stellen. Was natürlich richtig ist. Aber es reicht einfach nicht. Wenn ich die zwei jetzt gestellt habe.
Hey, wie ihr seht, ich bin ganz knapp drunter. Also es hängt stark davon ab, wie euch die Hindernisse, also wie die Hindernisse so stehen, wie die Möglichkeit einschränken, eure Baldachinen zu stellen und eure Wasserkanäle und Alleen zu stellen. Und ich würde jetzt hier einfach mal 7 Diamanten einsetzen, um den minimalen Rest, der jetzt hier noch übrig ist, freizuschalten, weil ich jetzt hier nicht noch mehr umbauen möchte, auch wenn ich relativ sicher bin, dass es vielleicht noch irgendwie geht, aber ich glaube, der Einsatz ist da einfach besser, als hier nochmal 50 Diamanten einzusetzen. Dann setze ich hier lieber die kleinen 7 ein und habe dann das Gebäude auch freigeschalten und bin jetzt im nächsten Punkt des Videos angekommen, wo ich auf den letzten Tipp eingehen kann. Also das war Tipp 2. Nutzt, also beim Stadtumbau, reißt eure Produktionsgebäude ab, reißt genauso viele Wohngebäude ab, dass ihr noch ausreichend Bevölkerung habt, um eure Rupiengebäude aufrechtzuerhalten. Wenn ihr schon so weit seid wie ich, dann könnt ihr auch die Chatris rausnehmen und Alleen durch Chatris ersetzen, denn die sind ein bisschen effizienter. Beziehungsweise Wasserkanäle durch Chatris ersetzen. Die könnt ihr ja, je nachdem, wie es so passt, stellen. Wenn ihr genügend Rupien habt, könnt ihr auch ein paar Straßen opfern und verkaufen, um noch mehr Platz zu schaffen. Also wie ich das eben gerade getan habe. Und dann schaltet ihr eure Gebäude frei oder das Gebäude frei, was ihr gerade freischalten wolltet. Und ich habe das jetzt geschafft. Und in dem Moment, wo es erledigt ist, reiße ich die ganzen Wasserkanäle und Alleen einfach wieder ab. Denn ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Und ich brauche sie im Moment auch grundsätzlich nicht mehr. Naja, so ganz grundsätzlich auch nicht, weil man für die letzte Quest oder die vorletzte Quest nochmal, glaube ich, insgesamt 1500 Diplomatie haben muss. Das heißt, ich setze sie später nochmal ein. Aber jetzt ist es erstmal okay so. Und jetzt muss man nochmal die Stadt umbauen. Und zwar wieder setzt man oder bringt man sie wieder in den alten Zustand mehr oder weniger zurück, so wie man die Gebäude relativ effizient gestellt hat. Und das versuche ich jetzt zu tun. Jetzt bewege ich das hier wieder runter, mache mir hier wieder die Dreierkonstellation frei. Also, stand es vorher und hier war eine lange Straße, wo ich die Wohngebäude angeschlossen habe. Und auch die Wohngebäude lohnen sich hier doch deutlich mehr als in anderen Siedlungen, denn man ist so stark auf die Rupien angewiesen, dass man eben auch die wenigen Münzen, die die Wohngebäude abliefern, möglichst einsammeln sollte. So, und hier gibt es jetzt was Besonderes nochmal, denn hier gibt es was zu beachten. Denn es gibt auch neben den Kettengebäuden, die ja die Alleen sind, auch noch Setgebäude. Und das ist der dritte Punkt, der dritte Tipp, den ich euch mitgeben will. Und zwar gibt es insgesamt drei Setgebäude. Das ist das Chatri, also alle Rupien-Produktionsgebäude. Das erkennt ihr an diesem Löwenkopf. Also einerseits dieser normale Löwenkopf und dann gibt es noch den Löwenkopf mit der Kette. Das ist das Kettengebäude. Aber es geht jetzt um den ohne Kette. Also drei Setgebäude, das Chatri oder eigentlich vier Setgebäude, denn das Hauptquartier, die Botschaft ist auch noch ein Teil dieses Sets. Also das Chatri nochmal, dann das Baldachin. Das ist das zweite mit dem Löwenkopf. Und das dritte mit dem Löwenkopf ist das, was ich gerade freigeschalten habe. Das ist das Chahabak. Genau, diese drei Gebäude sind die Setgebäude und die sorgen dafür, dass hier dieser Bonus hochgeht. Unterhalb der Rupien, die ihr produziert, seht ihr, ich produziere jetzt aktuell 5 Gewürze.
Und das kommt aus dem Setgebäude. Und man kann bis zu 40 Güter zusätzlich produzieren. Einmal die 5 habe ich jetzt schon. Und wenn ich jetzt hier dieses Baldachin wegstellen würde und nicht mehr an das Hauptgebäude grenzen lassen würde. So, der Löwenkopf verschwindet und ich grenze jetzt an keines dieser Setgebäude mehr und ich würde jetzt keine weiteren Güter produzieren. Ihr seht, in 18 Stunden und 33 Minuten kann ich einsammeln und da würde ich jetzt 800 Rupien produzieren. Wenn ich jetzt das Baldachin wieder dran setze, dann kommt hier plus 1, plus einen Löwenkopf und ich produziere zusätzlich zu den 800 Rupien auch noch 5 Gewürze. Wenn ich jetzt ein weiteres dieser Setgebäude ransetze, wie zum Beispiel ein weiteres Baldachin, passiert nichts. Ja, also man muss unterschiedliche Setgebäude ransetzen, so wie es auch bei Setgebäuden in eurer Stadt ist. Das heißt, ich brauche jetzt eins von den anderen, kann ich jetzt gar nicht bauen. Aber für den Demonstrationseffekt würde ich jetzt mal hier zwei Baldachin abreißen, damit ich was bauen kann. Und ich habe ja jetzt gerade auch das Chahabak freigeschalten. Das setze ich jetzt einmal dran. Ihr seht, plus einen Löwenkopf. Und außerdem möchte ich noch ein Chatri bauen. Das heißt, ich reiße noch einen Baldachin ab und möchte noch einen Chatri dran setzen. Tu das jetzt einfach mal hier. Und ihr seht, plus einen Löwenkopf. Und jetzt habe ich den vollen Bonus von plus 40 Gewürzen pro Tag. Genau, einmal alle 24 Stunden könnt ihr das ernten. Und das erntet ihr gleichzeitig mit den Rupien, die ihr auch auf der Botschaft ernten könnt. So. Vielleicht sagt er jetzt, es ist ja gar nicht so viel, das lohnt sich kaum. Das kann man so sagen. Aber, muss ich noch ein großes Aber anschließen. Ihr baut ja einen großen Teil dieser Produktionsgebäude für die Rupien sowieso. Das sind ja die ganzen Rupiengebäude und die braucht ihr ja sowieso, um Rupien zu produzieren. Und deswegen nehmt diesen Setbonus einfach mit. Und profitiert dann auch noch von dem zweiten Teil. Denn insbesondere, wenn ihr gerade erst angefangen habt und eure Stadt vielleicht noch gar keine Gewürze und gar keine Lotusblüten produzieren kann, kann euer Hauptquartier das schon. Denn diese Güter, die ihr hier bekommt vom Hauptquartier, sind völlig zufällig zugewiesen. Und ihr könntet zum Beispiel gleich am Anfang, wenn ihr schon das erste Chatri habt und es dort anbaut, plus 5 Lotusblüten bekommen. Und diese 5 Lotusblüten sorgen natürlich dafür, dass ihr sehr schnell eure Erweiterung freischalten könnt. Also dass ihr schnell einfach mal die Gewürzerweiterung, wenn ihr 5 Gewürze bekommt, freischalten könnt. Oder die Lotusblütenerweiterung, falls ihr 5 Lotusblüten bekommt. Und da müsst ihr einfach nur Glück haben, dass ihr am Anfang schon Lotusblüten bekommt oder eben Gewürze oder vielleicht auch Seide. Und euch damit schneller die Erweiterung freischalten könnt. Was auch möglich ist, ist, dass ihr die Vervierfachung auf diesen Gütern bekommt. Und das ist natürlich nochmal ein extra Bonus. Wenn ihr hier nämlich 40 Güter produziert und da nochmal eine Vervierfachung habt, dann habt ihr 160 Güter. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Und damit könntet ihr euch nochmal richtig viele Erweiterungen freischalten hier kurz vorm Ende. Die 40 zusätzlichen Güter, die bekommt man ja wirklich erst kurz vor Schluss und ihr werdet über weite Teile einfach nur 5 zusätzliche Güter bekommen oder einfach 15 zusätzliche Güter bekommen, aber das ist ja auch schon nicht schlecht und wenn ihr da eine Vervierfachung bekommt, umso besser. Genau, das ist der dritte Tipp, den ich euch mitgeben wollte. Schaut, dass ihr euch diesen Set-Bonus zunutze macht und euch vielleicht da nochmal ein paar zusätzliche Güter rausholt, die ihr einfach so mitnehmen könnt, indem ihr eure Stadt ein bisschen anders aufbaut, so dass eben ja jeweils ein unterschiedliches von diesen Setgebäuden an euer Hauptquartier angrenzt.
Vielleicht nochmal die drei Tipps zusammengefasst. Tipp Nummer 1, denkt an eure Anfangsaufstellung. Tipp Nummer 2, nutzt die Kettengebäude zur Diplomatieproduktion. Und zwar auf die richtige Art und Weise, indem ihr die Kette möglichst lang zieht und dann möglichst nur auf einer Seite anbaut. Und der dritte Punkt, nutzt den Set-Effekt eures Hauptquartiers. Ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, irgendwas nicht verständlich genug erklärt wurde, schreibt es gerne unter die Kommentare, dann gehe ich nochmal darauf ein oder vielleicht kann noch jemand anderes von euch, der es schon verstanden hat, dann erklären. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß beim Aufbau des Mogulreiches und dass ihr möglichst schnell euer Hauptgebäude zusammenbekommt. Dann danke ich euch mal wieder fürs Zuschauen und freue mich natürlich über ein Like, falls euch das Video geholfen hat. Und wenn ihr auch keine anderen Videos mehr verpassen wollt, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Und damit ihr auch wisst, wann ihr einschalten könnt, abonniert gerne den Kanal, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt. Gut, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.